das Herz aufgeht, wenn diese Augenweide, dieses Herzblatt, das war wirklich eine Augenweide, diese Eva, das könnt ihr euch vorstellen, vor ihm steht. Und dann ruft er aus, endlich, Gebein von meinem Gebein. Wer hat die Sehnsucht hineingelegt? In den Mann, Gott. Und wer hat die Sehnsucht in die Frau gelegt? Gott. Weil er will, dass wir nicht allein sind, sondern füreinander bestimmt sind, aufeinander hingeordnet sind. Das ist das Abbild Gottes. Das kann der Satan im Moment nicht ertragen. Er will letztlich dieses Abbild Gottes zerstören, indem er aus Mann und Frau eben Mann und Mann macht und Frau und Frau und alles pervertiert. Er will dieses Abbild Gottes zerstören, negieren, sagt man in der Theologie oder in der Philosophie, kaputt machen, zerstören. Es ist nicht so. Von wegen. Hier haben wir es in der Geschichte, wie Gott das gedacht hat. Und da darfst du dich ganz als Frau und ganz als Mann annehmen, wenn man aufeinander hingeordnet ist. Und das ist das Wunderbare, das dürfen wir annehmen. So hat Gott den Menschen gemacht. Leider kam die Misere dann im Paradies, dass dieser Apfel genommen wurde. Das steht für die Fruchtbarkeit und die Fruchtbarkeit missbraucht wurde. Und der Apfel genommen wurde. Und das ist eine Misere. Da hat sich alles verändert. Der Tod kam hinein und die Schlange wurde verurteilt, die den Menschen verführt hat, ihr werdet sein wie Gott. Und die Frau bekam die Strafe. Überreich werde ich die Beschwerden deiner Schwangerschaft machen, in Schmerzen wirst du gebären. Das, was sie vielleicht selbst pflücken wollte, vielleicht das eigene Kind, und sie wollten es selbst machen. Und Adam genauso. Ich werde dir Mühen bereiten, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot verdienen. Der Ackerboden wird dir Dornen und Disteln hervorbringen, aus Staub bist du und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist eine Misere und dann ist alles in diese Welt gekommen, diese Sünde. Aber Gott gibt eine Antwort auf diese Sünde. Das ist jetzt unsere Freude, nicht, dass wir hier stehen bleiben und resignieren und vielleicht den Kopf in den Sand stecken, es ist alles vorbei. Nein, jetzt beginnt's. Jetzt beginnt die Liebesgeschichte eines Gottes, der eine Antwort gibt auf die Sünde. Auf die Sünde. Auch wenn Adam und Eva gesündigt haben an diesem Baum im Paradies, wo alles verändert hat, und der Apfel eben gegessen wurde, von dem Gott geboten hat, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben und erkennen, was gut und böse ist. Also es dreht sich um diese beiden und Gott denkt sofort, als bevor die Strafe ausspricht, an jemand, die alles umdreht. Es sind zwei Jungfrauen. Eine hat versagt und Gott denkt sofort an die andere. Bevor er die Strafe an Adam und Eva ausspricht. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Sie wird dir den Kopf zertreten und du wirst sie an der Ferse treffen. Er denkt, bevor die Strafe ausspricht, stellt euch das mal vor, an die Erlösung. Er denkt an wen? An Maria und Jesus, an das neue Stammpaar. Das erste hat versagt und das zweite setzt er sofort ein. Jesus und Maria, in die wir eingegliedert werden. Jetzt empfangen wir von Eva und Adam den Tod und die Sünde und das Elend, was kommt. Und Gott bietet sofort, und da müsst ihr das Herz des Vaters sehen, sofort die Erlösung an. Was ist das für ein Gott, der bevor die Strafe ausspricht und sieht, was aus dieser Sünde alles kommt, sofort an die Erlösung denkt? Was ist das für ein Gott?
Macht ihr das, ihr Mütter, wenn ihr die Kinder mal bestraft oder ihr Väter, bevor ihr bestraft, dass ihr an das Gute denkt? Wenn er bestraft, zuerst einmal an das Gute. Zuerst einmal, wie es wieder gut wird. Und das macht Gott. Lernt von diesem Gott, der so barmherzig ist. Lernt von ihm und lasst das mal rein, was er für eine Antwort gibt. Er denkt an was? Er denkt ans Kreuz. Ihr seht, Eva gibt uns die Äpfel und die verbotene Frucht und wir gehen zum Tod, ihr seht es im Hintergrund. Und dort ist Maria und sie pflückt von diesem neuen Baum, dem Baum des Lebens, die Hostien. Den Herrn des Lebens, den wir empfangen dürfen in der heiligen Eucharistie. Und das ist der Plan Gottes. Das ist die Umdrehung der Sünde, die durch Maria beginnt und dann durch Jesus, der am Baum für uns stirbt und sein Blut vergießt. Dass es mal versteht, dass das ganz reingeht. Das ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Ihr müsst begeistert sein von dieser Liebesgeschichte. Also ich bin begeistert, ich brenne. Da sehe ich so wenig in den Gesichtern, dass sie begeistert sind, dass sie Gott lieben, weil er so eine Liebesgeschichte uns geschenkt hat und weil er wirklich aus seinem Wesen seine ganze Liebe aufgefahren hat und zwar dermaßen, dass wir so betroffen sein müssen, so im Tiefsten wirklich getroffen bis ins Mark. Bist du so die Liebe, mein Gott? Oh, wir würden schimpfen, oder? Jetzt habt ihr so ein Mist da in der Weise in die Welt gesetzt und so viel kaputt gemacht und ich habe alles so gut erschaffen und ihr macht alles kaputt. Wir würden schimpfen. Und Gott denkt sofort an die Erlösung. Ich finde das dermaßen begeisternd. Das erobert mein Herz. Dem Gott will ich dienen. Diesem Gott will ich dienen. Der uns so dient, der sofort an die Erlösung denkt, der ist so positiv. Das müsst ihr auch werden, positiv. Nicht negativ, sondern positiv. Der ist so positiv und denkt sofort an alles, was er tun will. Also es dreht sich um den Tod und um dieses Leben. Der Baum des Todes, von dem sie gepflückt haben, und der Baum des Lebens, das Kreuz. Von dem wir alle Früchte ernten dürfen durch die Sakramente. Alle Früchte aus dem Herzen des Herrn, wo die 7 Sakramente hervorgeflossen ist. Das ganze Heil, daran denkt der Vater sofort. Stellt euch das mal vor. Also entweder der Tod oder das Leben. Um das dreht es. Aber Gott wählt für uns das Leben. Er hat den Auftrag bekommen, Jesus, uns das Leben zu bringen. Der Auftrag meines Vaters ist, dass ich ihnen ewiges Leben gebe. Denn wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Leben, meine Lieben, das brauchen wir in dieser Zeit, die so von einer tiefen Betrübnis gezeichnet ist und bedrückt ist. Nein, wir dürfen uns erfreuen an dieser frohen Botschaft, die nichts an Aktualität, nichts an Reiz, nichts an Verstaubtheit an sich hat, sondern sie ist die ewig neue, schöne, begeisternde Botschaft, die bleibt. Alle anderen Freudenbotschaften in dieser Welt vergehen. Diese Botschaft vergeht nie. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, das, was Gott gemacht hat, wird nie vergehen. Wählen wir das, was bleibt. Wählen wir das Ewige. Wählen wir das Schöne. Wählen wir diese Botschaft und glauben wir dieser frohen Botschaft, die Gott uns gegeben hat. Das ist das Evangelium. Glauben wir zutiefst und wählen wir das Leben, nicht den Tod. Sei begeistert von diesem Plan des Lebens und der Liebe, die im Kreuz uns geschenkt ist. So tief, dass wir es uns nicht vorstellen können, wie Gott uns geliebt hat. Also, seht ihr, das ist jetzt bei den Orthodoxen genau das, dass der kleine Jesus, es ist zwar nicht so ganz gut, aber es war das Einzige, wo ich gefunden habe,
habe noch eins fotografiert im Heiligen Land, an der Decke, bei den Orthodoxen auch. Sie malen so, wie es im Griechischen steht. Der einzig Geborene des Vaters, der im Schoß des Vaters ruht. Und mit dir alle dort drin. Auch die, die gerecht sind, gehen in den Schoß Abrahams, aber dann wieder zurück, wo Jesus hinaufgegangen ist mit ihnen und hat alle in den Schoß des Vaters gebracht. Und auch der Tote Jesus musste auf den Schoß Mariens gelegt werden. Eine Theologie des Schoßes, des Mutterschoßes, die wir wieder vergessen haben, die uns sehr nahe gebracht wird, wieder durch die orthodoxe Theologie, die beim Wort bleibt. Wir dürfen nicht verändern, wir müssen beim Wort bleiben, das so schön ist. Wir dürfen wieder in den Schoß des Vaters zurück. Merkt ihr, das ist wie eine Mama, die packt es nicht, wenn die Kinder nicht bei ihr sind. Wisst ihr, was als bei mir war? Wir sind auf den Schwof gegangen, oder? Und wir sind 7 Kinder zu Hause. Wisst ihr, was meine Mama gemacht hat? Nicht die Ruhe, dann hat sie nicht geschlafen und die Schwitisierin wieder weiß warum. Hoffentlich treiben sie nichts. Und dann hat sie gebetet zum Schutzengel. Eine Stunde ging es, waren alle daheim. Daheim beim Vater. Daheim beim Vater im Schoß. Dort ist deine Heimat. Aber der Vater ist so groß wie der ganze Kosmos. Du bist im Schoß, aber in der innersten Liebe, die der Vater zu uns hat. Eine zärtliche Liebe, eine väterliche Liebe, eine gütige Liebe, eine barmherzige Liebe, die alles einsetzt in ihm, wie der Sohn dort ist und wie er auch genau hineingekommen ist, da hinein. Ein Schoß hat er verlassen, in den nächsten Schoß ist er gekommen. Merkt ihr jetzt diese tiefe Theologie, die wir vergessen haben? In den nächsten Schoß. Er hat einen Himmel verlassen, den Schoß des Vaters, und ist in den nächsten Himmel, den der Vater so schön gemacht hat in Maria, der Mutter Jesu, diesem Meisterwerk Gottes. Und da steigt der ewige Sohn des Vaters hinein, in diesen Schoß, wieder. Was das heißt, wenn wir Mütter sehen, die Kinder haben und im Schoß tragen. Hier seht ihr es. Ist das nicht großartig? Könnt ihr das nicht ganz annehmen? Wir müssen wieder uns für das Leben öffnen. Die Mutter, die den kleinen Jesus in sich trägt, den Erlöser, der gekommen ist, dann das ganze Zeug aufzuräumen, was wir verbockt haben durch die Sünde. Alles, alle Sünden, alle Fehler, alle Schwächen, alles, was Chaos, Krieg, Zerstörung, Vernichtung, Hass, Wut und Zorn, er gibt eine Antwort. Er hört nicht auf. Er will alles an sich ziehen, dass es weg ist, dass der Weg wieder frei ist, in den Schoß des Vaters, dort, wo wir herkommen. Aber da steigt der kleine Jesus hinab, in den Schoß Mariens eben, dort ist er geboren und aus dem Schoß uns geschenkt, als Geschenk für die Welt, der Erlöser. Hosanna, dem Sohne Gottes, hochgelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Heute, ich verkünde euch eine große, frohe Botschaft. Heute ist euch der Retter geboren, Christus der Herr. Der Heiland ist euch geboren. Jetzt gibt Gott die Botschaft. Jetzt verwirklicht er das, was er schon am Anfang gesagt hat. Verwirklicht er und er tut es. Und es läuft wie ein Uhrwerk, diese Erlösung des Herrn. Wie ein Uhrwerk. Und es läuft immer noch wie ein Uhrwerk. Wir haben die Sakramente, wir haben die Priester, wir haben die Kirche. Es wird jetzt auf herumgedroschen ohne Ende. Meine Lieben, es kommt niemand in die Kirche, in den Himmel ohne die Kirche und ohne die Sakramente. Wir dürfen das nie vergessen. Deswegen liebt die Kirche. Liebt sie. Da ist eine Propaganda dran, in der Weise, die nur die Kirche zerstören will. Aber man zerstört Jesus. Man kann aber Jesus nicht zerstören, weil er das Haupt der Kirche ist und wir sind die Glieder.
Wohl sind wir Sünder und viele versagen, bis zu den Hirten, in furchtbarster Weise. Aber trotzdem ist es die Kirche und es dürfen alle hineinkommen, gerade die Sünder, vielleicht gerade die, die schimpfen. Denen würde es auch gut tun, dass sie kommen. Wo gehen sie mit ihren Sünden hin oder können sie sich selbst erlösen? Wo gehen sie mit ihren Sünden hin? Ist denn Medjugorje, habe ich auch am Anfang einen Vortrag gemacht, auch einen YouTube-Kanal, den die Jugend eröffnet hat. Wisst ihr, was das zweitangeklickteste ist? Du kannst es nicht glauben. Ja, das YouTube. Das zweitangeklickteste nach dem Heilungsgebet, ist ja klar, Heilung will jeder, ist auch gut so. Aber das zweite ist die 10 Gebote. Die Leute wollen wissen, wo die Sünden sind. Wie bei Jesaja, der sagt, sag ihnen die Sünde ins Gesicht, damit sie umkehren können. Und jetzt kommt diese große Liebe und ich sie heilen kann. Ist ja dann, das hat mich tief getroffen, dann saß eine Jugendliche, so 25 schätze ich, in der ersten Reihe, die wollte ganz nah dran sein, dass man sie ja gut hört, gell? Mir geht es so schlecht. Ich sah schon, sie hat schon fast geweint und der Vortrag ging immer tiefer mit den Sünden, wo sie sind, wo sie versteckt sein können und wie wir umkehren können. Und dann weinte sie schon die ganze Zeit während des ganzen Vortrages. Am Ende kam sie her und ich sagte, was ist mit Ihnen? Brauchen Sie Hilfe? Jetzt habe ich alle Psychiater habe ich konfisziert und abgeklappert in meiner Umgebung. Und sie machen einen Vortrag. Und ich weiß, wo mein Problem ist. Ich muss beichten. Ich werde dieses junge Frau nicht vergessen, was sie ein freudiges Gesicht hatte, als sie diese Last weg hatte. Das kann der Psychiater nicht wegnehmen. Er kann gut reden. Wir sind froh, dass wir sie haben. Aber die Schuld wegnehmen, lossprechen, im Namen Jesu. Weg! Der ganze Druck fällt zusammen. Sie konnte wieder aufatmen. Was ist das für ein Sakrament? Und das spüren wir. Dieses Sakrament, das sagt Jesus zu Faustina, in diesem Sakrament wirkt er die größten Wunder. Und dazu ist der Erlöser gekommen. Und da dürfen wir auch so hinschauen auf diesen Erlöser mit so einer Liebe. Zu ihm gehen. Es ist der Herr. Es ist der König. Und er zertritt dieser Schlange den Kopf. Ganz klar. Er ist gekommen und hat den Auftrag bekommen, vom Vater ans Kreuz zu gehen. Schon angekündigt ganz früh bei Johannes dem Täufer, der klar sagt, seine Sendung vom Vater, seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Schon früher beim heiligen Josef, er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das ganze Alte Testament ist voll, denn er erklärte ihnen, auch den Emmaus-Jüngern, die auf der Leitung standen und vor dem Kreuz wegliefen, Feinde des Kreuzes waren, aber nicht Freunde, sie verstanden es noch nicht, ist er hinten nachgelaufen, hat ihnen erklärt, was doch steht, angefangen von Mose, von den Propheten, von den Psalmen und in den anderen Büchern des Alten Testamentes, was über den Menschensohn geschrieben steht. Musste das nicht der Menschensohn all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Er erklärte ihnen was? Das Kreuz. Dass der Messias leiden muss. Wo er 3 Ankündigungen auch hatte im Evangelium, in den verschiedenen Evangelien, 3. Und sie wollten nichts wissen, auch Petrus nicht. Das sei fern. Und Jesus ist rabiat. Da sagt er zum Fels, den er vorher schon eingesetzt hat, klar und deutlich, hinter mich Satan, so steht es im Griechischen. Du willst nicht, was Gott will, du willst, was Menschen wollen. Aber ich bin vom Vater gesandt.
dieses Werk zu vollbringen, sonst könnte keiner gerettet werden. Und da ist er richtig rabiat. Da ist er so voll der Liebe, voll der Sehnsucht, der Erlöser zu sein und an dieses Kreuz zu gehen.